Guten Morgen. Nachdem ich euch ja gestern schon ein bisschen mein Bastelreich gezeigt habe, zeige ich es euch heute ein bisschen genauer. Nicht extra ausführlich, aber ein bisschen zumindest. So, jetzt sind wir da herinnen. Achtung, ich mache die Tür zu. Und ich zeige euch einmal das langsam. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr, weil ich habe das Handy einfach so in der Hand. Genau, das ist mein Bastelgartenhaus. Wer sich nicht auskennt, schaut es gerne mal in die Highlights. Da habe ich alles vom Betonieren bis zum Aufstellen und Einrichten alles festgehalten. Aber ja, also ich habe so IKEA-Küchenkastel und Arbeitsplatte, weil es einfach total viel aushaltet. Ich zeige euch dann, wie viel Papier ich zum Beispiel in den Schubladen habe. Aber ja, also alle Schubladen mache ich nicht auf. Es ist nämlich nicht überall aufgeräumt, aber ich zeige euch zum Beispiel, da sind eben meine Stanz- und Prägemaschinen und gleich darunter habe ich mal die Prägefolder und die Platten. Wie gesagt, ordentlich ist es nicht, aber ich finde meistens alles. Und da herunten sind die ganzen Stanzformen. Da habe ich so einen kleinen Mülleimer. Das ist sehr praktisch, wenn man was stanzt, dann kann man es gleich reinschmeißen und nicht immer auf dem Boden. Da haben wir schon sehr fleißig vorgestanzt, die Karin und ich, die hilft mir immer so brav. Einfach so diese Basic-Etiketten, kann man ja nie genug haben davon. So, dann sind da die Karten für die Workshops, die ich gerade so halt. Und da habe ich die Kamerahalterung und die Lichter, wenn ich wieder mal ein Video mache. Das war in letzter Zeit eh eher mau. Dann hat die Karin mir da meine Blends so schön geordnet. Da sind die neuen auch schon dabei. Schaut's mal. Die neuen Hautfarben. Ist ein bisschen unscharf jetzt, gell? Und ja, ich habe aber auch noch eine Datei kreiert, damit man da die Farben raufkleben kann. Das schicke ich euch dann, beziehungsweise ich werde es online stellen. Und da seht ihr, habe ich immer ein paar Sachen gebastelt. Da oben, das war das Geburtstagsset, das ich von meiner lieben Doris gekriegt habe. Die Geburtstagskarte von der Karin. Und ja, alles so ein bisschen durchgemischt. Da sind Stempelsets, die nicht mehr erhältlich sind. Und meine Nachfüller habe ich seit neuestem in so Lippenstift-Aufbewahrungen. Da passen die Flaschen total gut rein. Und ja, die habe ich in der Wahl einfach da oben stehen, damit es einfach ja, ein bisschen seine Ordnung hat. Mehr oder weniger. Die Handstanzen habe ich alle da gelagert und ich gehe mal einen Schritt zurück. Die Stempelsets mit dem grünen Punkt sind aus dem Jahreskatalog und die mit dem gelben Punkt sind die aus dem Mini-Katalog. Und da sitzt noch so ein bisschen die dunkelgelben, da habe ich einfach mal drüber gemalt. Das sind halt die aus der Celebration, aus der aktuellen. Meine Stempelsets habe ich jetzt eben da, Stempelsets, also Stempelkissen, habe ich jetzt da unten hergeräumt. Vorher waren sie ja da. Und das hat mir eigentlich gut gepasst, aber ihr seht eh das Chaos, was da unterhalb ist. Das war da auch überall. Und jetzt habe ich gedacht, ich räume einfach die Stempelkissen dahin und die passen genau daher. Und ja, warum nicht, gell? In diesen Schubladen, in die zwei großen, habe ich meinen ganzen Farbkarton. Ist jetzt auch nicht so extra ordentlich, aber ihr seht, wie viel Papier da drin ist. Und diese Küchenschubladen, die halten wirklich was aus. Ja? Also nichts gegen Alex oder Malmkommoden, aber ja, für mich war es einfach klar, dass da Küchenschubladen herkommen. Und dann habe ich da meinen Arbeitsplatz. Sieht man eh, ist ein bisschen unaufgeräumt. Da habe ich da unterhalb so ein Micke, glaube ich heißt das. Und was bei dem halt cool ist, dass man die Schubladen, die gehen zwar nicht ganz raus, aber man kann es kurz anheben. Dann könnte man sie aushängen. Deswegen sind die da so recht cool, finde ich. Da sind meine ganzen Acrylblöcke drinnen. Im unteren habe ich das Designerpapier in 6x6. Ja, unterhalb des Krimskrams. Und ja, meine Monitore,
in der ersten Schublade da im Alex sind meine ganzen Schmucksteine. Aber ihr müsst aufpassen, das quietscht jetzt, weil die Schublade ein bisschen kaputt ist. Da sind halt die ganzen Embellishments drinnen. Und in der zweiten Lade meine ganzen Geräte. Also Papierschneidemaschine, Stamparados, Pflaster. Ja, und dann habe ich angefangen, ein bisschen Farbkarton zuzuschneiden. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich war immer ein bisschen faul. Aber jetzt fange ich zumindest an, so Kartenrohlinge ein bisschen zuzuschneiden und Aufleger. Also, wenn ich ein Papier zerschneide, schneide ich es gleich in vier Teile, beziehungsweise in zwei für ein Kartenrolling. Sonst, ja, liegen immer so diese halb angeschnittenen Blätter rum. Dann habe ich da in dieser Lade meine ganzen Heißpräge-Sachen und eine Fliegenklatsche und so ein bisschen Krimskrams. Ja. Mein Designerpapier ist da unterhalb drinnen. Ja, in so LB-Hüllen und da oben habe ich eben Flüsterweiß und Vanille. Flüsterweiß habe ich jetzt aber auch da unten hergeben, weil es einfach zu viel war. Ich weiß nicht, ich muss erst schauen, ob ich da irgendwo noch ein Kastel finde, wo das Platz hat. Und ja, da ist dann der Arbeitstisch. Wenn Leute kommen, da haben wir eigentlich zu sechst gut Platz. Ja, da oben kann ich euch ja mal kurz zeigen. Achtung, da sind halt so Kistel drinnen mit allen möglichen Krimskrams, gell? Ebenso diese fertigen Verpackungen und Kuverts und die Ersatzklingen, alles Mögliche. Da heroben, ja, jetzt blinkt natürlich alles wegen der LED-Lampe, glaube ich. Da habe ich halt Sachen zum Verpacken. Ja, Duschgel, Badezusatz, Labellos. Ja, dort horte ich einfach alles, was mir so gefällt, wenn ihr was beim Einkaufen findet. Ja, und da drinnen bastel ich dann einfach immer, mache meine Büroarbeit. Ja, bin ganz gern da. Falls ihr euch wundert, die Heizung ist da oben. Das sind so Infrarotpaneele. Und es wärmt recht gut. Es hat jetzt 22 Grad drinnen. Und da oben in den Kasteln, die haben wir erst im Nachhinein gekauft, weil es einfach, ich habe wirklich zu wenig Platz gehabt, gell? Da ist meine Verpackungsecke leider. Aber da oben in den Kasteln, das sind alles Sachen, die ich nicht wirklich brauche. Also zum Beispiel die saisonalen Sachen, Stoffe, einfach Dinge, die man nicht jeden Tag in die Hand nehmen muss. Genau, das ist mein Bastelbereich. Nur mal so kurz den Overview, solange es einigermaßen aufgeräumt ist. Und ja, zeigt doch einmal eure Bastelzimmer, Bastelecken her oder eure Organisationsideen. Ich bin da ja immer sehr neugierig und ich freue mich, wenn ihr mir Tipps geben könnt, wie ihr das einfach beibehalte, dass es aufgeräumt ist. Ich habe gestern schon gehört, einfach jeden Abend noch ein Basteln aufräumen. Aber das, ja, wäre einmal eine gute Challenge für mich, weil das schaffe ich eigentlich gar nicht. Oh, was ich euch noch zeigen wollte, das habe ich nämlich neu. Das sind so magnetische Schüsseln. Ja, wenn man seine Stanzen aufbewahren möchte. Oder ich habe mir auch gedacht, wenn jetzt mal eine in den Müll fällt oder so eine Stanze, dann braucht man einfach nur mit diesem starken Magneten drüber gehen. Und man hat es gleich gefunden, oder? Ja, gut. Also ich werde jetzt nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis bald!